Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Anno 1800 im Mehrspieler mit dem Smitty. Moin moin. Und zwar habe ich hier neue Befehle. Meine Treibgut-Einsammelaufgabe. Oh, ist da gar nicht. So. Ich wollte Bretter rüberschicken, das hatte ich vor. Erstmal wieder reinfinden. Neue Session. Keine Ahnung. 25 Ziegel. Ist hier rüber. Ich spreche mit mir selbst. Ja. Keine Ahnung, wo wir hier stehen geblieben sind. Nehmen wir das mal eben ein, wenn das geht. Lotto unterwegs. So, dann mal gucken hier. Was sagt denn meine wunderbare Insel? Kantapatapa. Was soll man erwähnen? Wie heißt du nochmal? Kantapatapa. Natürlich. Ich muss mich mal kurz konzentrieren, wenn ich das sage. Das glaube ich, ja. Ach, Willi hat schon wieder eine Aufgabe für mich. Willi Wibbelsock. Wie heißt er? Also ja, ähnlich, ja? Ja, so ähnlich. Mal seine Freunde dürfen ihn Willi nennen, also nenne ich ihn Mr. Wibbelsock. Ja. Warum habe ich das Konto hier so scheiße gesetzt? Gott, ist er eine faule Sau. Das ist eine Lieferaufgabe, habe ich für ihn, ne? Weißt du, was ich machen muss? Hä? Darf mit dem Schiff zu Bente fahren, darf da was einladen und bringst zu seiner Insel. Weißt du, die liegen 5 Meter auseinander. Aber ich muss jetzt seine Aufgaben da übernehmen. Ja. Weißt du? So ist er nun mal. Da musst du viel Geld haben. Junge, Junge, da muss man aber sich schon ein bisschen reinfuchsen, wenn man Pause gemacht hatte. Keine Ahnung, was hier los ist. Was immer Sie sagen, Boss. Ich bin dabei. Ist auch ein Sound nochmal ein bisschen angepasst. Ich hoffe, das haut jetzt besser hin. Anlagehaus ist überlastet. Das geht mir die ganze Zeit um. Ich finde mir fehlende Ziegels. Jetzt habe ich es mal hochgestanzt. So Stahl hatten wir jetzt auch schon gemacht. Seife hast du. Wolltest du das nicht? Ja, Herz, glaub ich, ne? Seife hatte ich, glaube ich, gerade angeschmissen. Was bei Seife? Das fehlt bei mir noch ein bisschen. Schweine sind ein bisschen, gucken ein bisschen traurig rein. Und da habe ich 42 im Stall gestapelt. Ich glaube, bei Schweinen muss ich nochmal irgendwie nachlegen. Erstmal schnell. Schnaps muss ich nochmal gucken. Und Arbeitskleidung. Brauche ich ja dann auch für die andere Insel quasi, ne? Ja, du kannst aber drüben wieder selber dann neu anbauen, das ist dann einfacher. Ja. Weil sonst musst du immer das rüberkarren. Auf Dauer musst du natürlich das eine oder andere hin und her schieben. Aber wenn du drüben vor Ort die Sachen mal bauen kannst, ist ja dann easier. Ja. Easy. Easy. Machst du denn zweiten Stadtkern quasi oder ziehst du das alles in einem durch? Deine Hauptinsel, meinst du jetzt? Bauern- und Arbeiterhäuser und so. Ja, das ziehe ich in einem durch, also wie es passt, das wird dann immer irgendwo angebaut. Da mache ich jetzt nicht irgendwie extra getrennt oder so. Also könnte man mal als System ausprobieren, habe ich noch gar nicht. Ob man das mal so getrennt macht oder so. Aber du musst ja eh alles haben, weißt du, damit es passt. Irgendwann müssen sie ja eh wieder verschieben, ich weiß es ja nicht. Ja, kommen jetzt hier schon wieder selber ein bisschen ins Gehege. Wird das vielleicht sogar mal ausprobieren. Mach das mal, teste dich das mal. So, Schweine. Schweine wird immer knapper. Sonst bin ich hier bei Bente, um das abzuholen. Aber die Bente ist nicht da. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch mehr als ein Teil, dass ich es nicht einladen kann. Es sagt aber auch keiner, was hier mal. Ach, hier, da. Was soll ich abholen? Ein magisches Zoo-Geschäftsangebot. Spielstand. Ach nein, ich soll es abholen. Oh, von Wibbelsock. Lesen könnte helfen. Ich bringe was von seinem Leuchtturm zu ihrem Leuchtturm. Die haben auch nicht mehr Latten am Zaun, ey. Ist ja der Leuchtturmschieber. Ja, das hier. Ich muss mal ein paar Bretter hier rüberbringen auf meiner Zweitinsel, denn ohne Bretter läuft hier nichts, habe ich festgestellt.
So. Ach, Seife und Bier wollen sie. Mehr Schweine haben wir. Wurst passt ja soweit. Ziegelsteine gehen mal steil. Nach unten. Hast du so viele oder was? Ja, jetzt hier die Anzeige im Lager, ne? Aber gut, ich habe auch gerade viele verbraucht. Ach so, so meinst du das, ja. So. Die hinteren Bauern haben schon keinen Wirtshauseinzug mehr, das gibt's ja gar nicht. Jammern sie schon wieder rum, beim nichts zu trinken. Das sind auch so ein paar Jammerlappen. Ich sag's dir. So, Wirtshaus. Da muss ich wieder meine teuren Bretter für opfern, damit sie saufen können. Mehr Wolle. Mehr Wolle. Da habe ich mir die Wolle. Da habe ich ja bloß zwei. Das ist hier viel zu wild durcheinander alles, glaube ich. Opfer ich meine teuer ersteigerten 25 Ziegel mal. Ja? Lagerhaus. Nee, für meine Dingens hier. Wie heißt denn die Bude? Konto. Meine Werft. Ach so. Aber ich habe gesehen, die habe ich umsonst gebaut. Erst mit dem Handwerker kann ich die Fregatte bauen, die bringt mir ein bisschen mehr, was die anderen Sachen bringen mir noch gar nicht so viel. Naja, wenn ich mir also die 25 Ziegel spart, nee, was ich reiße, gut, einfach wieder ab. Krieg doch die Ziegel wieder. Ohne Handwerker bringt mir der Spaß nichts. Brauche ich 10 Bretter, was brauche ich hier? Da brauche ich die zweite Stufe schon, ne? 3 und 4. Naja. Lass uns mal Bretter holen. Oh, ohne Lagerhaus komme ich jetzt nicht mehr klar. Da habe ich aber zwei echt dicht nebeneinander stehen, aber ist ja egal, oder? Ja, ist gut. Ja, ja. Naja, das gefällt mir ja so mittelmäßig. So, jetzt legen wir mal hier erstmal los. Dann kann ich mich jetzt um die Seife kümmern. Spielstand gespeichert. So, errichte noch mal die Jonsing. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. So, ich habe mal eine Allianz geschlossen mit Benta, ne? Allianz eingegangen. Ach, du bist ja auch ein Verräter. ein Klick und wir haben Krieg, keine Sorge. Ja, ja. Alles gut, mach mal.
So, mache ich diesmal aber gleich richtig hier mit den Holzhütten. Hoffe ich zumindest. Jetzt dauert es noch ein bisschen, bis sie Bier kriegen. Dazu müsste die zweite Insel erstmal ausbauen. Schön hier in Quadratbauweise. Konkurrenten haben ein Handelsabkommen geschlossen. Also hier alle verbrüdern sich hier. Der einzige hier, der hier. Ganz alleine. Durch ganz die alleine. Nix, eine Ahnung. Du Armer. Wird aufgeforstet, ja, gib Galle. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. So. Durch den einen Händler noch, also den freien Händler, der hier rumgurkt. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Aber hier sind links sind zwei. So, unter meinen oder zwischen meinen Inseln quasi. Okay, dann habe ich nur den einen, da muss ich mal den anderen hinschicken. Mhm. Mach ich mal. Das ist eine Scheiße hier, muss ich. Diese blöde Lehmgrube hier, die nervt mich. Ich hier irgendwie nicht richtig. Ich vergrößern. Ja. Schließlich bekamen die dumme Kuh Hühneraugen. Also achso, die brauchen Nahrung. Ja, okay, deine Füße. Oh je, Mini. Nö, nö. Die können auch ohne in Jabba-Dabba. Jabba-Dabba. Achso, dann muss ich ja meinen auch nochmal einen Namen geben, ne? Wie heißt denn meine Zweitinsel? Was ist denn hier? Ich stehe hier direkt neben dem Aufgabenschiff und die bringen hier nichts hin. Soll ich schon mal einschenken zum Anstoß? Du hast einfach den Dreh raus. Ui, jetzt irgendwas explodiert gerade, oder was? Bei Willi. Ah, so ist das mit Willi. Nicht genug Arbeitskraft. Ja, halt doch rum, ey. Hä? So, mal gucken. Du träumst vom großen Abenteuer? Dann greif zu. Laufen, Koordinaten an. Hey, das ist ja ganz schön weit. Vielleicht der nächste Auftrag. Vielleicht was los bei dir da? Zwischendurch mal hier. Müssen wir die spionieren? Er wird auch immer größer. Sehr beunruhigend. Na, alles gut. Im Moment geht's nicht weiter. Ohne Bier. Ja. War's das. Und das dauert erstmal drüben die zweite Insel quasi ja, einzurichten, dass ein Bier kommt. Deswegen. Jetzt habe ich ein Schnapsproblem. Glaubt man es denn? Ja, das ist. Bei mir geht's Gott sei Dank noch, aber ich denke, irgendwann kriege ich auch einen Schnaps. Also es ist eng mit dem Schnaps, gespeichert. Obwohl ich mittlerweile drei Schnapsbrennereien stehen habe. Aber ich glaube, ich muss alleine mal die Kartoffeln erhöhen, weil... Ja. Das wird auf Dauer wird das nicht reichen. Nee, das sieht aber scheiße aus jetzt, Moment. Hm.
So. Schätzchen, bring Papa doch deinen Hut nach draußen. Morgen rot, Schlechtwetterbrot. Ja, dann baue ich noch mal ein bisschen Schnappes an. Alten Suffköpfe. Gut, aber drei Schnapsbrennereien habe ich schon, reicht nicht. Ja, ich weiß, ich habe auch schon drei und es wird langsam eng. Wie viele Kartoffelfelder hast du? Ich habe jetzt gerade das dritte gebaut. Na, vier. Das vierte habe ich jetzt gerade hingestellt. Machen wir den Schnaps mal den hier noch? Ah, ja, gleich hier neben den Bauernhäusern. Das scheint mir eine gute Idee. Das ist nicht so weit zum Transportieren haben, ne? Ja. Oh, jetzt gehen aber auch meine Dings durch. Ich muss meine Segelfabrik mal lahmlegen. Ja. So viel Segel hergestellt, aber ich kann ja noch keine Schiffe. Die klauen mir die ganzen Stoffe hier. Die auch minus 100% setzen? Nee. Das geht ja alles noch hier. Ja. Wir können die allerbesten Freunde werden. Oh, die Band. Oh nein. Mein Hochofen ist explodiert. Na sowas. Gleich die ganze Mine mit zerstören, ey. Ja. So, jetzt geht's wieder alles. Das ging ja schnell. Ha, ich schnell wieder aufbauen hat, dann auch meine ganzen Ziegel wieder geklaut, die ich eigentlich in den Konter stecken wollte. Naja, wir stellen das mal hin und dann gehen Kantabadabba dabei. Jetzt viel mehr Arbeit da rum. Was haben die denn für ein Problem? Was sie auch tun, machen sie bloß weiter so. Hübsch hinstellen kann man sie ja nachher immer noch zur Not. Ah, da ist er ja. So, sehr gut. Dann kriegt ihr jetzt erstmal hier. Du hast bestimmt was, das ich brauche. Handelsrechte. Jetzt können wir endlich von der Güte des anderen. Ach ja. Großartig. Ich hatte noch nie einen Freundeskreis. Flaggschiff steht zu Diensten. Winnie hatte noch nie einen Freund. Der arme Schlucker. Ziegelsteine, na super. Nee, die Aufgabe kann ich leider abbrechen. Aber ich kann Ziegel bei ihm kaufen. Werde ich wohl mal tun, um ein bisschen voranzukommen. Meine Bilanz ist ja jetzt nicht gerade der Hammer. Spielstand gespeichert. Wir leben noch. Schon mal viel wert. Oh, der ist so weit weg, der Händler. Ne? Dann muss ich erst hier hinfahren und dann muss ich wieder zurückfahren. Kein Ach, ein Stress, ein Stress. Kein Mehl, was ist denn da los? Ich weiß nicht, ich habe Getreide und ich habe Brot, aber ich habe irgendwie gerade kein Mehl. Irgendwas pausiert? Nö. Hmm.
Die Mühle hast du aber stehen, ne? Mühle habe ich stehen, ja. Ist denn das Verhältnis? 2, 1. Ja, okay. Und wahrscheinlich gerade so hin, dass sich die Waage hält. Wenn ich gleich noch Getreide brauche, um Bier zu brauen. Ist dann Inseln fruchtbar für Getreide? Für Bier? Für Hopfen, Entschuldigung. Ja, die neue, ja. Achso, die neue, ja, ja. Müsste ich das ja eigentlich auch schon vorbereiten, aber es kostet alles wieder nur sinnlos Geld. Was habe ich da nicht? So, der Rest läuft jetzt aber. Nee, Arbeitskleidung immer noch nicht. Ich werde verrückt. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Jetzt mache ich hier mit Gewalt Schnaps- und Bierproduktion. Und zwar mit Gewalt? Gibt es nichts anderes mehr jetzt. Hier wird nur noch gesoffen. Schwenkt die Fahne der Freiheit. Schule. 25 Ziegel. Ihr wollt mich doch wohl veräppeln, ey. Scheiße. Das lag ja an der Brennerei. Naja, komm. Jetzt brauche ich mal schön viele Arbeiter. Bist du verrückt? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Hier hinten die Felder mal hin. Für. Oh. Die Bierherstellung bzw. die Hopfenfelder. Macht man da gleich so? Was? Wovon? Hopfenfelder. Jede Menge. Die saufen dir am Ende das Zeug weg, das glaubst du gar nicht. Aber mach erstmal das, was du kannst, wohlgemerkt. Upsala. Scheiße. Entschuldigung. Die Waren stapeln sich hier. Von mir aus freigegeben. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Warum kann ich denn hier nicht? Ich gehe da gleich übertrieben ran, ne? Sofern, denk dran, das kostet ja auch alles Arbeit, die du haben musst, ne? Stiefelpolitur ja, schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Keine Änderung? Zeitung, ist alles wirklich in Ordnung hier? Kann man keine das so Änderungen? Sicher. Ja, ja, war nichts rot, ne?
muss ich die hinliefern, die 12 Tonnen Ziegelsteine, ehrlich. Oh. Dann fahr es mal hier hin, bitte. Was mache ich denn mit dem Schiff hier? Das jetzt hier hinholt. Arbeitskleidung. Neue Befehle? Segel! Und ich passt das jetzt? Nee, passt immer noch nicht. Okay. Man braucht ja doch einen ganzen Arsch voll Kram. Wenn ich jetzt schon wieder sehe, dass sie schon wieder rumjammern, dass sie keine Arbeitskleidung haben. 4 Schäfereien. Das scheint noch deutlich zu wenig. Habe ich jetzt schon die ganzen Häuser ausgebaut und trotzdem verzögert sich noch so lahm, ey. Gut, dann sehe ich mal nach den Kleinen. Nee, nee. Von vorne anfangen? Na gut. Wenn ich jetzt ein Bier hätte, dann könnte ich Handwerker einziehen lassen. Okay. Mir habe ich gerade das Gefühl, es läuft ein bisschen holprig. Woran das wohl liegt? Gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich keine Ahnung habe, was ich überhaupt mache, aber. Unter anderem, vielleicht könnte das damit auch zusammen. 6:4. Warte mal, bei euch denn hier schon. Ja. Oh, schon Segel. Könnte es natürlich auch dran liegen, ne? Dass ich einfach mal Segel baue. Ja, das. Von der Baumwolle für die Arbeitskleidung. Richtig, das Problem hatte ich ja auch zwischendurch. Dann müssen sich die Arbeiter wahrscheinlich auch mal in so ein Segel hüllen. Es geht wenn auch. Sie zur Arbeit fahren. Ehrlich mal, soll ich mich nicht so anstellen. Admiral auf der Brücke! Jetzt müsste ich eigentlich schon wieder Bauernhäuser bauen, die dann mehr Arbeitskleidung brauchen, die ich ja nicht habe. Ein lustiger Kreislauf. Irgendwie ja. Ja, scheiße. Spielstand gespeichert. Auf jedem Feld wächst auch ein bisschen Unkraut. Ich glaube, zeittechnisch. Oh,
Ja. Hast du recht. Halbe Stunde haben wir schon wieder voll. Ich bin hier völlig gedankenversunken. War schon zu konzentriert. Ich habe ja gar nichts erzählt die letzte Zeit. Muss mich auch voll auf meine Arbeitsladung konzentrieren. Da geht kein Weg dran vorbei. Ja, es hapert halt hier gerade ein bisschen. Und da ich noch nicht so ganz viel Erfahrung hier habe, muss ich erstmal rausfinden, woran es liegt. Gucken wir uns dann mal in der nächsten Folge weiter an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Ein Feuer ist ausgebrochen. Nein, es brennt.